Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Sturm Graz hier aus dem Stadion Liebenau. Ich darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Abwehrchef Gregory Wüthrich bei mir begrüßen. Wir treffen morgen im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa Conference League auf Lille. Spielbeginn im Stadion Liebenau ist um 18.45 Uhr, Einlass um 17.15 Uhr. Es gibt noch ein paar wenige Restkarten für das morgige Spiel. Da heißt schnell sein, Tickets sind erhältlich in allen Sturmshops sowie online unter tickets.sksturm.at. Jetzt aber direkt zum Sportlichen. Gregor, ich darf mit dir beginnen. Wir sind im Frühjahr noch ohne Niederlage. Wie kann man den Flow in so ein europäisches Topspiel mitnehmen? Ja, wichtig ist, dass wir einfach in den Trainings weiter an uns arbeiten, das, was wir gut machen, so beibehalten. Und in jedem Spiel gibt es Sachen, wo wir sehen, wo wir uns verbessern müssen. Und das probieren wir dann im Training immer zu korrigieren. Und ja, wir haben jetzt ein gutes Selbstvertrauen von zu Hause, wie du gesagt hast. Und das nehmen wir mit in das Spiel. Chris, mit Lille kommt ein französisches Top-Team zu uns nach Graz. Was erwartest du von deiner Truppe für dieses Spiel? Ja, insgesamt kann man sagen, dass wir uns alle ein bummvolles Stadion hier erwarten können. Einen richtig coolen Europacup-Abend. Achtelfinale steht ja auch nicht immer an der Tagesordnung in Graz. Also von dem erwarte ich mir einen Top-Fußballabend gegen einen super Gegner. Wir müssen an unsere Stärken glauben und da über uns hinauswachsen, um uns einfach eine Ausgangssituation zu schaffen, die uns auch dann in Frankreich auch alles möglich macht. Eure Fragen bitte an die beiden Herren. Bitte, Jörg. Ich eröffne ganz kurz, Frage an euch beide. Seid ihr bei Sturm, seid euer Highlight morgen? Ich glaube, wir haben schon viele Highlight-Spiele erleben dürfen. Sicherlich jetzt auch wieder eins, das dazukommt. Wir haben viel Erfahrung sammeln können, international. Und das wird uns auch in dem Spiel helfen können. Kann ich mir nur anschließen. Es hat schon viele große Spiele gegeben. Ich glaube, es wäre eine super Sache, wenn wir hinten morgen bei der PK nach dem Spiel sagen können, es war eines unserer großen Highlights in unserer mittlerweile fast vierjährigen Zeit, wo wir jetzt zusammen sind bei Sturm, gesagt, haben wir schon große, schöne Momente erleben können. Ja, man wird sehen. Es ist natürlich angerichtet für ein großes Spiel. Was daraus wird, wird an uns liegen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Gegner, den man auf alle Fälle in eine Reihe mit Sporting, mit Atalanta, mit PSV stellen kann. Spielen um die Champions League Plätze in Frankreich in einer Top-Liga. Also ein sehr, sehr guter Gegner. Wir haben es sehr im Detail analysiert und schon gesehen, dass es einfach eine Mannschaft ist, die viel Wucht, die viel Dynamik hat, die auch richtige Klasse-Spieler drin hat. Also wir müssen schon bereit sein, dass wir richtig leiden am Platz und natürlich aber auch nicht nur auf ihre Qualitäten reagieren, sondern auch schon an unsere Stärken glauben und auch diesem Top-Team da das eine oder andere als Auftrag mitgeben. Bitte, Burki. Trainer, die Duelle gegen Bratislava waren ja ziemlich eng, 1-1, 2-1. Waren die so eng, wie so ein Ergebnis vermuten lässt, oder haben die Franzosen einfach nur die Chancen nicht gemacht? Bratislava ist auch ein sehr, sehr gutes Team. Das darf man jetzt nur, weil es gegen das Gesamtscore dann 5-1 war, darf man das dann auch nicht jetzt rein ergebnistechnischer Fußballspiel bewerten. Wir haben sie. Leistungsmäßig war es ein sehr, sehr enges Duell. Wir haben daheim, speziell dann in den zweiten Halbzeiten, dann wirklich Top-Leistungen gezeigt, dass wir dann das Ergebnis auch so klargestellt haben. Es ist sicher Lille so, dass die einfach das fällt schon auf, dass sie dann daheim nochmal ein Level stärker spielen. Ja, jedes Spiel wird seinen eigenen Charakter haben und darauf heißt es dann, die richtigen Antworten zu finden. Aber zum einen natürlich hat Bratislava ihre Qualitäten, das haben sie da in der Gruppenphase auch gezeigt, Conference League, jetzt ist aber schon Achtelfinale. Also ich denke, da geht's, ist ein K.O.-Spiel, es hat auch nochmal andere Herangehensweise dann wahrscheinlich auch von Seiten Lils. Und ja, wir sind bereit für dieses Spiel. Bitte, Walter. Chris, LOS Ziel Lille oder LOSC, wie LASK fast.
Gewisse Ähnlichkeiten mit Sturm Graz, ein sehr ausdrucksstarker, verbissen arbeitender Trainer, junge Leute, die Spieler, die sehr jung geholt werden, Jahre und so weiter, die sich dann bis auf höheres europäisches Niveau entwickeln sollen. Eine Mannschaft, die sehr gut umschalten kann, die das Mittelfeld verstärkt, wenn es notwendig ist. Hast du bei der Ansicht der Bilder gewisse Ähnlichkeiten gesehen mit deiner Mannschaft? Nein, habe ich nicht. Okay. Gibt es noch Fragen? Bei Ras? 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 Wie eins, Ras. Bei dem Spiel, ja, beim letzten, gegen Ras? Ob ich Ähnlichkeiten zu uns gesehen habe, nein. Hat ihren eigenen Charakter, Spielertypen, die dort sicher sehr gezielt da geholt werden, aber jetzt da irgendwelche Parallelen oder Ähnlichkeiten zu sehen, ist eine klasse Mannschaft. Ich glaube, wir haben auch einen super Lauf, einen super Flow, auf das darf man sich nie ausruhen, wie es Gregi gesagt hat, wir müssen auch ständig in den Trainings, in der Vorbereitung auf das nächste Spiel einfach unseren Teil dazu beitragen, damit das nächste Spiel wieder ein Top-Spiel von uns wird. Und die Frage an den Gregi, diese internationalen Spiele, von denen du schon viele erlebt hast und in guter Erinnerung hast, haben die auch dazu beigetragen, dass in so Spielen wie am Sonntag gegen BAC die Mannschaft im entscheidenden Moment dann auch das ausspielen kann, um die Partie klar zu gewinnen? Sind das die Erfahrungen, die ihr auch da in den letzten Jahren gegen gute Gegner gemacht habt? Ja, sicherlich auch, weil es sind halt Spiele, wo man extremst gefordert ist, wo man gegen die Top-Spieler Europas spielt und da kann sich jeder Einzelne halt nur verbessern bei uns und man lernt viel in diesen Spielen und klar hilft es dann auch in der Liga besser zu performen. Ich habe eine Frage an den Trainer. Spitzenteam haben wir schon gehört, unglaublich heimstark, Lille haben wir auch schon gehört. Wo ist denn der Unterschied bei Lille, bei ihren Heimspielen und bei ihren Auswärtsspielen? Rein statistisch gewinnen sie fast 90% ihrer Heimspiele, 16 gespielt, 13 gewonnen auswärts, 19 Pflichtspiele, nur 5 Siege. Hat der Trainer irgendeinen Unterschied in der Anlage? Wird er tiefer gespielt, wird er höher gespielt, gesehen oder eigentlich alles gleich und reiner Zufall mit einer großen Divergenz? Na, Zufall wird es keiner sein, aber jetzt gibt es strukturell oder an der Herangehensweise gibt es keinen Unterschied. Es ist einfach, wahrscheinlich spüren sie einfach daheim noch mehr Energie, die sie dann entwickeln können, noch mehr Power, noch mehr Wucht, die sie dann auch mit dem Publikum in ihrer gewohnten Umgebung dann am Platz bringen. Aber jetzt strukturell und gibt es keinen Unterschied und da in der Herangehensweise nicht. Dann habe ich noch eine Frage an den Gregory. Auf der anderen Seite steht ein absoluter Stürmer-Topstar, kann man schon so sagen, mit Jonathan David. Wie gehst du an die ganze Sache heran? Wie setzt du dich mit solchen Spielern auseinander? Gibt es da noch extra Einheiten? Schaust du dir selber, abseits von dem, was dir das Trainerteam vorbereitet, noch extra Videos an? Wie bereitest du dich auf so einen Spieler vor? Na, extra nicht. Also wir werden ja top auf die Spieler vorbereitet mit den Videoanalysen und ja, solche Spiele oder gegen solche Spieler spielen zu können. Ich liebe das. Ich liebe diese Herausforderungen und ja, da kann man wirklich zeigen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Deshalb ja, ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und allgemein auf das Spiel. Frage an den Trainer. Mit Mika Biret hast du jetzt einen Spieler im Kader, erst seit wenigen Wochen, der sich aber von Anfang an eigentlich extrem torgefährlich präsentiert hat. Welchen Einfluss, glaubst du, kann er aufs Spiel morgen haben und wie sehr ist vielleicht ein positives Ergebnis auch von ihm abhängig? Ja, eine gute Trefferquote, ist in einem so einem engen Spiel wie Sonntag dann lange war, ist er dann zur Stelle, ist super positioniert gewesen bei dieser Flanke von Alex Brass. Und auf der anderen Seite hat der WRC-Spieler, der Zimmermann, diese Chance vergeben. Es ist dann in engen Spielen schon so, dass oft dann der Spieler eine Richtung annimmt, Tore verändern Spiele. Und dann ist es natürlich schon wertvoll, wenn du weißt, du hast in deiner Mannschaft einen Goalgetter, der einfach diese Positionierung, dieses Gespür hat im richtigen Moment, dieses Timing hat dann für diese
für diese Bälle, die dann natürlich von der Mannschaft da in einer hohen Frequenz dann auch in die Abschlusszone gespielt werden müssen, aber dann gibt es halt dann, und dann kann das schon einen Unterschied ausmachen. Und der Mika hat sich da super eingefügt bei uns. Wir haben aber auch noch, das sieht man auch, wenn man sich unsere Torschützenliste anschaut, dass wir viele Spieler haben, die aus den unterschiedlichsten Spielsituationen Tore erzielen können. Und das, glaube ich, ist insgesamt dann der größte Mehrwert. Eine Folgefrage vielleicht an den Gregory. Was kann man als Trainerteam, als Mannschaft machen, um einen neuen Spieler so schnell und so gut zu integrieren? Musst du Trainer fragen, wenn es ums Trainerteam geht. Trainerteam und Mannschaft. Was kann das Trainerteam und was kann die Mannschaft machen? Ich glaube, bei uns ist allgemein, wenn neue Spieler zu uns kommen, fühlen sie sich, glaube ich, oder sagen sie auch, dass sie sich eigentlich von Anfang an sehr wohl fühlen, weil ich glaube schon, dass wir als Mannschaft großen Wert darauf legen, es den neuen Spielern so einfach wie möglich zu machen, sie schnell zu integrieren bei uns. Und ja, ich glaube, das zeigt dann auch, jetzt zum Beispiel von Pierret, dass er dann dass er in Form von Toren zurückgibt. Ganz vorne nochmal bitte. Mir ist jetzt bewusst geworden, dass ihr natürlich Druck habt. Ihr liebt die Herausforderungen. Wunderbar. Andere Vereine in Österreich haben momentan die Herausforderung, damit der ominöse Strich, damit sie oberhalb sind. Seit Jahren, glaube ich, ist die Lebensqualität der Fans, der Spieler, des Trainerteams, der Mitarbeiter, der Verantwortlichen richtig hoch, weil Sturm nach einer gewissen Anzahl an gespielten Partien schon sehr weit oben ist. Und der Stress der oberen Playoff eigentlich in den letzten Jahren wirklich nicht gegeben war. Das geht fast unter, weil es Normalmaß geworden ist. Ihr liebt die Herausforderungen in Europa. Also ich finde das wunderbar. Wie steht es hier dazu? Ja, wir lieben auch die Herausforderungen in der heimischen Liga. Und das ist auch kein Selbstläufer, dass man Anfang März oder im Februar dasteht und sagt, okay, wir haben jetzt mit dem Kampf, mit dem Fight um den ominösen Strich nichts mehr zu tun. Wir sind schon klar so platziert, dass wir einfach unsere bestmögliche Ausgangssituation für die Meistergruppe schaffen können. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem auch, wenn man dann ständig englische Runden hat, wenn dann drei Länderspielpausen sind, wo unsere Spieler unterwegs waren, ist das schon, glaube ich, eine Leistung, die dann nicht untergehen soll, dass man einfach um diesen Kampf, um diesen Fight, der jetzt tobt noch, der ja auch, es wird dann oft diskutiert über dieses Liga-Format, aber ich glaube, im Anfang März, da geht es normal um nicht allzu viel, vor allem aus medialer Sicht. Und jetzt ist aber ein richtiger Brennpunkt, gerade ein richtiger Fokus auf die Liga gerichtet. Aber auch wenn wir da in diesem Kampf um die Meistergruppe nicht unmittelbar verwickelt sind, ist sie für uns nicht minder spannend. Wir wollen ja kann nicht einmal einen halben Punkt liegen lassen. Wir wollen einfach als Bestmögliche aus uns herausholen. Und das ist wiederum die große Herausforderung, wenn du Donnerstag ein internationales Highlight-Spiel hast, dass du dann Sonntag physisch, aber vor allem auch mental wieder so geschachtelt bist, dass du dann einfach Topleistung abrufen kannst. Das ist eine Riesenherausforderung, die Jungs aber in dieser Saison wirklich top und immer besser hinkriegen. Gibt es noch Fragen? Thomas Tuchel hat gestern nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gestanden, dass er sich bei der Motivationsrede für seine Mannschaft die Zehe wohl gebrochen hat. Jetzt wissen wir natürlich, die Motivationsreden bei Sturm Graz sind auch sehr intensiv. Gab es da schon ähnliche Vorfälle? Kurz bevor es am Feld rausgeht, ist ja mein Co-Trainer der Uwe dran mit seiner Firespeak und ich kann mich einmal erinnern, als er dann mit einem Kater am Kopf reingekommen ist und da dann noch so mit so einer präparierten Klimmzugstange wollte er sich noch ein bisschen aufpumpen vorher, dass er richtig Power hat und so oben aber rausgerutscht. Das ist ja auch nicht der leichteste und da ist dann diese Klimmzugstange auf den Kopf gefallen und der ist dann hat diese Firespeak blutüberströmten Kopf dann gehalten. Hat funktioniert? Es war beim WRC damals noch. Ich glaube, wir haben dann schon gewonnen. Gibt es noch Fragen?
Dann danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen um 18.45 Uhr.